Gut, ich fange gleich mal an. Wir haben ja gar nicht so viel Zeit, aber ich will gleich auch an Bernd anschließen und denke, dass verschiedene Erfahrungen, die in Venezuela gemacht wurden in den letzten 12 Jahren, genau das auch bestätigen. Abgesehen davon, dass sogar die Namensgeberin dieser Stiftung ja schon Anfang des 20. Jahrhunderts auch genau das gesagt hat, dass dieses Ablösen des Kapitalismus durch eine einfache Ausweitung von antikapitalistischen Tendenzen nicht möglich sein wird. Deswegen ja dann auch irgendwie Massenstreik, Klassenkampf etc. als zentraler Motor. Um das ganz kurz zusammenzufassen, was kaum möglich sein wird, aber dafür habe ich ja auch Bücher mit 400 Seiten und so geschrieben und die Filme gemacht. Gut, in Venezuela spielt sich ja seit 1998 ein sozialer Transformationsprozess ab, der erstmal angefangen hat mit einem antineoliberalen Projekt und sich im Laufe der Zeit immer mehr mutiert hat. Seit 2005 eine erklärte sozialistische Ausrichtung genommen hat, sogenannten Sozialismus des 21. Jahrhunderts, was im Prinzip in erster Linie dazu dienen soll, sich vom Realsozialismus klar abzugrenzen und eben eine Definition zu haben, in der Elemente wie Selbstverwaltung, Demokratie und Freiheit ganz klare Bestandteile von Sozialismus sind. Gleichzeitig ist das Ganze natürlich ein Work in Progress, was nicht genau definiert ist. Und ich denke, das ist auch gut so. Also mir machen die Leute mal viel mehr Angst, die jetzt schon wissen, wie der Sozialismus aussehen soll, als die, die klar sagen, sie wissen es nicht und das muss entwickelt werden. Wie gesagt, interessant eben an diesem Prozess, denke ich, viele Aspekte. Einerseits einer der wenigen historischen Prozesse, in denen eine kontinuierliche Radikalisierung stattgefunden hat und in dem sozusagen der Prozess hinterher nicht stets hinter den Antrittsforderungen und Ideen zurückgeblieben ist, was eher die geschichtliche Entwicklung immer gewesen ist. Zum Zweiten die Art und Weise, also sprich Wahlen, Übernahme in Wahlen und gleichzeitig aber der Anspruch, dass eben die staatlichen, institutionellen und parlamentarischen Kräfte nicht der zentrale Motor dieser Transformation sein sollen. Interessant deswegen, weil ich denke, dass es als Weg der Transformation ganz gleich, ob es einem gefällt oder nicht, ob man ein Freund der Parteien und des Parlamentarismus ist oder nicht, aber es ist wahrscheinlich eine der wahrscheinlichsten Varianten auch für andere Staaten. Also die unmittelbare Vorstellbarkeit und Umsetzbarkeit einer bewaffneten Revolution ist ja eher begrenzt in den meisten Ländern der Welt. Also von daher denke ich, ist das eben genau interessant. Zum Weiteren, was eben auch daran interessant ist, und das denke ich, ist auch eine der Grundlagen des Ganzen, die Vorstellung, dass es zentral ist, die Trennung der Sphären in Politik, Ökonomie und Soziales zu überwinden, die eben genau das die Grundlage der bürgerlichen Gesellschaft und des Kapitalismus darstellen. Klar, in meiner ganzen Darstellung und werde ich jetzt erstmal natürlich eine theoretische Reinheit formulieren, die in der Praxis so absolut nicht existiert. Das ist ja in der Regel immer so bei theoretischen Abstraktionen. Und auf die ganzen Widersprüche, Konflikte etc. gehen wir ja in weiteren Gesprächsrunden hier dann ein. Erste Idee war damals genau die, nämlich Ausweitung Kooperativen. Alle sollen Kooperativen gründen und dann wird alles besser. Also die interne Solidarität der Kooperativen strahlt automatisch auf die Gesellschaft aus und das Ganze wird sozialer. Dazu ist zu sagen, Venezuela war zuvor eines der Länder oder das Land wahrscheinlich in Lateinamerika mit den allerwenigsten Kooperativen, mit einer sehr schwachen kooperativen Tradition. Also 1998 gab es nach unterschiedlichen Angaben zwischen 800 und 900 Kooperativen in Venezuela. Also wie gesagt, erster Schritt neben der Nationalisierung des Erdölsektors war dann die massive Unterstützung der Gründung von Kooperativen durch Hilfsprogramme, eine Erleichterung, das ist alles kostenlos. Kooperativen haben einen bevorzugten Zugang zu staatlichen Aufträgen, zu Krediten unter Sonderkonditionen etc. etc. Das hat dazu geführt, dass innerhalb von kürzester Zeit 220.000 Kooperativen zumindest auf dem Papier entstanden sind, von denen tatsächlich etwa 70.000 operativ sind, also tatsächlich als Kooperativen funktionieren.
Dieser Abstand wird häufig von Leuten als Punkt der Kritik genommen, warum das angeblich gescheitert ist. Das halte ich für ziemlichen Quatsch. Also die 220.000 Kooperativen kamen erstmal eben aufgrund dieser Erleichterung zustande. Das heißt, wenn ich drei Kumpels habe, dann gründe ich einfach direkt mal eine Schulungskooperative und dann kann ich eventuell irgendwann vielleicht mal besser einfach einen Auftrag von irgendeiner Institution oder sowas rankommen. Das heißt weder, dass diese 220 Kooperativen sozusagen alle intendiert waren, dass sie von vornherein rund um die Uhr arbeiten, noch sonst irgendwas. Also von daher liegt, glaube ich, die Frage, inwiefern sie erfolgreich waren oder gescheitert sind, nicht in der, in dieser Lücke zwischen den 220.000 Gründungen und den 70.000 Operativen. Das Ganze macht trotzdem nur 2,5% ungefähr des BIP aus in Venezuela. Wie viel das auf die Beschäftigung ausmacht, ist schwer zu sagen, aber sicherlich mehr. Also es gibt unterschiedliche Schätzungen zwischen 8% und 13% der Beschäftigung. Und sie liegt natürlich auch ganz stark an der ökonomischen Deformation in Venezuela, also sprich, dass einfach der Großteil der Einnahmen, vor allen Dingen der Deviseneinnahmen aus dem Erdölsektor stammt. Am Anfang gab es erstmal das Modell der kleinen, also wesentlich kleinen Kooperativen. Und gleichzeitig gab es dann nach dem Putschversuch 2002, 2003, Arbeitgeberopposition, gab es eine ganze Reihe von Fabrikbesetzungen und Übernahmen durch Beschäftigte, die dann eben auch die nach einer Weile die Nationalisierung forderten und die sozusagen die Arbeiterkontrolle in diesen Fabriken. Ein erstes Modell, und das ist sozusagen die zweite Art von Kooperative, die dann eingeführt wurde, ein erstes Modell sah dann vor, dass es bei den größeren Fabriken eine Mischverwaltung gibt, die geteilt wird zwischen Institutionen und Beschäftigten. Die Beschäftigten bilden dazu eine Kooperative, der 49% dann des Unternehmens gehört, die aber in den meisten Fällen ausgehandelt hatten, dass sie trotzdem die Mehrheit sozusagen in der, im Director's Board, also in der Unternehmensleitung haben, und der Staat geht mit 51% da rein. Es gab dann eine ganze Reihe folgend verschiedene andere Unternehmensmodelle. Kurz zu den Kooperativen, was ist passiert? Es sind kaum Produktionsketten zusammengekommen. Das hat dazu geführt, dass wenige von den Kooperativen tatsächlich eine Orientierung auf eine Produktion, lokale Konsumptionskreisläufe hatten, sondern tatsächlich weiterhin für ein irgendwie geartetes Außen produziert haben und dass sie tatsächlich eben auf dem kapitalistischen Markt eigentlich mit anderen Kooperativen konkurrieren mussten. Das heißt, das hat in den meisten Fällen nicht dazu geführt, dass irgendeine Art von interner Horizontalität oder Solidarität zu sozusagen einer Ausstrahlung nach außen geführt hätte, sondern ganz im Gegenteil, sie sind nach außen einfach in Konkurrenz mit anderen kapitalistischen Betrieben getreten. Nicht mehrheitlich, aber immer wieder. Interessant die Entwicklung bei dem Arbeiteranteil und der Mitverwaltung in den Fabriken. Dort kam irgendwann der Punkt, so um 2006, 2007, wo die meisten oder eigentlich alle Arbeiter aus diesen verschiedenen Kooperativen in den Fabriken gesagt haben, sie wollen das nicht mehr. Also sie haben festgestellt, dass irgendwie sozusagen selbst Eigentümer zu sein, bringt sie in eine kapitalistische Unternehmenslogik rein und das wollen sie nicht. Und es gab dann, also seitdem wurde dieses Modell tatsächlich auch gestoppt. Es gab verschiedene Beispiele von Fabriken, vor allen Dingen eins, Ventilfabrik. Da haben die Beschäftigten einen Vorschlag gemacht und tatsächlich das ganze Eigentum zurückgegeben, die Kooperative aufgelöst und ihr Abkommen mit Chavez war dann, sie sind 0% Eigentümer, es ist sozusagen soziales Eigentum, also es gehört der Gesellschaft, aber sie haben dafür zusammen mit den umliegenden Communities 100% Kontrolle über die Fabrik und die Leute, die vorher noch von Unternehmen, vom Staat oder von Institutionen drin waren, gehen raus. Es gab infolgedessen dann eben einen Versuch, diese Frage der Kontrolle von der Frage des Eigentums abzukoppeln. Also Problematik, die wir ja auch gestern schon hatten, es kann natürlich in der zukünftigen sozialistischen Gesellschaft nicht die Grundlage sein, dass man Eigentümer sein muss, um irgendwie zu partizipieren. Dazu gab es auch verschiedene Modelle, die gescheitert sind. Ich komme jetzt nur noch zum Schluss. Dann auf das, was jetzt gerade in den letzten Jahren aktuell ist, das ist einerseits sogenannte Community-Kooperativen, das heißt, die sind, sie funktionieren in einer Art von kooperativen Form, aber es sind nicht die Beschäftigten, die eine alleinige Entscheidungsgewalt darüber haben, sondern es ist sozusagen die Community, in der sie wohnen, die diese Kooperativen
Macht bestimmt, auch bestimmt, in welcher Form sie arbeiten, wer da drin arbeitet, etc. Das Ganze ist geknüpft an eine weitere Vorstellung von Rätestrukturierung, nämlich in der lokalen Selbstverwaltung, also durch Consejos Comunales, also kommunale Räte als kleinste Einheit, wovon mehrere eine Kommuna bilden können auf einer höheren Ebene und wiederum mehrere eine sogenannte kommunale Stadt auf noch höherer Ebene. Hinter dieser Idee steckt als Transformationsmodell ganz stark angelehnt an István Mesáros, Lukas Schüler, Beyond Capital, die Idee vom Aufbau von kommunalen Produktions- und Konsumptionskreisläufen. Und das als ganz klar Übergangsmodell, also nicht als Vorstellung, aber halt eben ankoppeln an die Idee der Kommune als Vorstellung der Transformation zum Sozialismus. Zweite Schiene, Arbeiterkontrolle direkt, also sprich der Aufbau von Beschäftigten oder Arbeiter- und Arbeiterinnenräten in Unternehmen, aber auch in Institutionen etc., die nicht in Konkurrenz zu den Gewerkschaften stehen sollen, obwohl das einige Gewerkschaften anders sehen und andere wiederum das Ganze unterstützen. Gut, das ist sozusagen die Ausgangsbasis und das heißt aber auch, die Konflikte hören da nicht auf, sondern sie fangen an. Nämlich indem natürlich der Staat als Institution keine inhärente Tendenz hat, sich irgendwie aufzulösen oder seine Macht einfach sich nehmen zu lassen. Und vor allen Dingen in Zeiten der Transformation jede Institution, wenn jede Institution in Frage steht, jede Institution dazu tendiert, ständig unter Beweis zu stellen, warum sie notwendig ist und am besten in genau der Form, wie sie vorhanden ist. Gleichzeitig wird die Überwindung des Staates formuliert. Aufgrund der peripheren Situation ist aber eine Stärkung des Staates notwendig, um die verschiedenen Sachen durchsetzen zu können, die beschlossen werden. Also weiterer Widerspruch. Ja, und ich würde sagen, die Konflikte haben stark zugenommen. Das wird immer wieder auch von Linken herausgestrichen zu Venezuela. Für einige ist das ein Beispiel dafür, dass es angeblich gescheitert sei. Ich sage genau das Gegenteil. Ich sage willkommen. Es ist ein Beweis, dass es klappt. Ohne Konflikte wird es, also es ist nach wie vor eine kapitalistische Gesellschaft, ein bürgerlicher Staat. Ohne Konflikte wird es keine Überwindung dessen geben. Und es gibt heute Klassenkampf in sehr vielen Bereichen, wo es ihn einfach vor 5 oder 10 Jahren nicht gab. Und das ist, denke ich, trotz aller Widersprüche etc., auf die wir gleich kommen, im Endeffekt als Erfolg zu sehen. Danke. Ja, vielen Dank, Dario.